Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Infovideo. Ja, das hier hat jetzt nicht lange auf sich warten lassen, ne? Ein Infovideo folgt jetzt dem nächsten sozusagen. Nein, das natürlich nicht, aber es gibt auf jeden Fall Neuigkeiten. Ja. Ich wünschte ja, ich könnte euch sagen, alles ist super, Festplatte ist eingebaut und es läuft jetzt alles, aber dem ist leider nicht so. Also ihr seht ja schon an meinem Gesichtsausdruck, ich bin nicht so am Strahlen wie sonst, ne, hat einen Grund. Mein Technikkumpel, der liebe Malte, ja, ich darf ihn jetzt namentlich erwähnen. Liebe Grüße nochmal an dich, danke, dass du da warst. Jedenfalls, er war gerade hier und hat dann neue Festplatte eingebaut und auch seine, wo meine Daten noch drauf gesichert waren und so weiter und so fort. Lief erstmal auch für ungefähr ganze 2 Minuten. Dann hat er schon wieder einen Neustart gemacht, dann nochmal jemand anderen angerufen, der noch ein bisschen mehr sogar Ahnung hatte von solchen Sachen. Die Notlösung sozusagen. Der hat dann gesagt, irgendwie am Motherboard wäre so ein Schalter, den man umlegen könnte und bla bla bla. Ich weiß, es interessiert euch jetzt nicht so das Technikgelaber, aber ich wollte euch halt nur kurz informieren, was da halt so, ne, passiert ist. Dass ihr Bescheid wisst. Es hat dann erstmal gut gelaufen. Mein Grinsen wurde immer breiter. Ich habe mich natürlich gefreut, weil er war dann schön leise. Er hat vorher nämlich sehr ungesunde Geräusche gemacht, meiner Meinung nach. Hat er dann nicht mehr gemacht. Er hat wieder leise vor sich hingesummt wie damals. Und ich dachte so, jetzt wird alles wieder gut. Selten so geirrt. 10 Minuten später hat er wieder einen Neustart gemacht. Die gleiche Scheiße wie schon damals am Anfang. Ja, Ratlosigkeit war da. Und die Verzweiflung auch. Ja. Deswegen, für euch ist es eigentlich nicht so ärgerlich. Für mich schon, denn Lösung ist gefunden worden. Denn es würde sich echt nicht lohnen, da nochmal irgendwie Geld reinzustecken. Wahrscheinlich ist das Motherboard nämlich im, ja, auf gut Deutsch gesagt, im Arsch. Aber wenn ich da jetzt neues Motherboard reinpacken würde, dann hält das wahrscheinlich wieder nur so 2-3 Monate. Laut Malte jedenfalls. Der kennt sich ja damit aus. Aus gewissen Gründen halt. Und dann wäre es wieder kaputt. Und ich würde es bereuen, dafür überhaupt dann Geld ausgegeben zu haben. Deswegen lohnt sich das überhaupt nicht. So ist die Lage. Deswegen habe ich ihm jetzt seinen PC abgekauft, weil er echt einen sehr guten hat, von der Leistung her. Und ja, er holt sich jetzt einen neuen und ich bekomme dann halt, ja, wie gesagt, seinen. Und ja, in naher Zukunft werde ich den dann auch schon bekommen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es dauert, weil ich muss ja auch erstmal gucken, den ganzen großen PC hierher zu schleppen und das auf dem Fahrrad zu transportieren, ist nicht so leicht. Deswegen irgendwie mal noch gucken, wie wir das dann so machen. Aber ja, neuer PC ist im Anmarsch. Aber es ist halt für mich extrem ärgerlich, ne? Weil ich habe damals, also für dieses Schrott-Scheiß-Teil, was jetzt wirklich nur ein halbes Jahr gehalten hat, ja, wirklich nur ein halbes Jahr, dafür habe ich einfach viel zu viel meiner Meinung nach ausgegeben, wo ich damals schon überlegt habe, machst du das überhaupt oder nicht? Weil ich eigentlich sparen wollte für Möbel, für eine eigene Wohnung und so, was man halt so alles braucht dann, ne? Ja, aber ich dachte so, ja komm, willst du ja unbedingt weitermachen, hast jetzt schon so eine lange Pause wieder auf YouTube gemacht, deswegen, du brauchst einen PC, den holst du dir jetzt und dann hält er auch ein paar Jahre. Ja, aus den paar Jahren wurde ein halbes Jahr, ne, so kann es manchmal laufen. Und jetzt muss ich schon wieder was ausgeben und mehr sogar als vorher und ich sag mir jetzt einfach nur, warum war ich damals so dumm? Weil mir wurde jetzt nochmal so gesagt im Nachhinein, ich hätte nur nochmal 100 Euro drauflegen müssen und dann würde der jetzt noch super laufen. Und ja, im Nachhinein ist man immer klüger. Ne? Das ist einfach zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Also wenn ich nicht so viel Spaß am Let's Playen und Zocken allgemein hätte, ich hätte es gelassen. Ich habe da langsam echt keinen Bock mehr zu. Wie oft gab es jetzt schon Probleme mit meinem scheiß Aufnahmecomputer? Ich weiß es nicht. Und der ist ja eigentlich ganz neu. Noch so ziemlich, wie gesagt, und ja, ist jetzt nicht so wichtig für euch, ich weiß, aber ich musste gerade Dampf ablassen, sorry. Ja, was kann ich denn noch so Positives sagen, um das vielleicht nochmal in eine gute Richtung zu bringen? Ich, was wollte ich jetzt sagen? Entschuldigung, kleiner Breakout. Ich kann nicht mehr reden. Die zweite Hälfte von Alex Flattermann 85 Best of von Resident Evil Dead Aim habe ich mir auf jeden Fall jetzt schon alle weiteren Parts komplett fertig nochmal angeguckt und mir die Sachen rausgeschrieben. Ich muss es nur noch dann rauscutten und zusammenfügen. Und bis jetzt ist auch wirklich nur ja, ein kleiner Fehler nochmal aufgetreten, weiß ich aber auch
Kein Problem. Ist auch nicht so schlimm. Ist eine winzige Kleinigkeit. Ansonsten ist es total super. Die zweite Hälfte wird lustiger als die erste. Also schaut es euch an, wenn es erstmal draußen ist. Auf jeden Fall. Weiß aber nicht, ob ich dann vielleicht doch drei Parts insgesamt draus mache, weil der Endkampf insgesamt so lustig war, dass da vielleicht dann doch mehr Material zusammengekommen ist als gedacht und gewollt und überhaupt. Aber es wird auf jeden Fall lustig. Das wird demnächst schon kommen. Wahrscheinlich bevor ich noch meinen neuen PC krieg. Vielleicht auch gleichzeitig, während ich dann hier wieder am Rendern bin, wird hier dann noch produziert. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wird noch kommen demnächst, wisst ihr ja. Und dann werde ich mich an das Best-of von der lieben Tai ransetzen zu Tomb Raider Legend. Ja, das wird auf jeden Fall so oder so kommen. Und mit dem PC, ja. Wie gesagt, ist ja eigentlich jetzt in guter, mit guter Zukunftsperspektive, sag ich mal, in Gange. Und ja, das sehen wir dann. Ja, das war eure Vampi Live vor Ort sozusagen. So sieht's aus. Wie gesagt, für mich nicht ganz so erfreulich, für euch sehr erfreulich. Es wird weitergehen. Definitiv, ich bleibe bei euch. Ich werde nicht mit dem Entertainment, sag ich mal, hier aufhören. Weil mir das da für sich selber einfach wirklich viel zu viel Spaß macht. Und ja, in diesem Sinne bleibt mir wirklich nichts mehr weiter zu sagen, als ich klaus jetzt einfach mal dir, Lars. Sorry, aber es passt gerade, ne? Eure Vampi sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Bye.